Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Wrath of the Lamb. Immer noch die Version 1.4.8. Wir haben ein schönes neues Titelbild, nachdem wir It Lives das erste Mal besiegt haben. Ein schöner, toter, stinkender Isaac. Wir haben zwei neue Charaktere freigeschaltet: Samson und Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Samson hat Bloodlust und der Fragezeichen-Charakter The Poop. Ich will euch den nur kurz zeigen, ich werde nicht mit ihm spielen. So, einmal die Kacke hinsetzen können und kaputt machen. Und ansonsten wirklich nur drei Seelenherzen und nichts weiter. So, wie gesagt, mit dem werde ich jetzt hier erstmal natürlich nicht spielen, sondern werden mit Samson spielen. Jetzt brauchen wir nur noch mal Eve anlocken. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das mit Samson hin. Er hat, glaube ich, nur, genau, hat ein Herz, ein Seelenherz und die Bloodlust. Gucken wir doch mal. Herz. Kacki-Häufchen kaputt machen und gucken, was wir kriegen. Wir kriegen gleich mal Halo of Flies. Sehr schön. Alles putt machen. Gut. Das lässt sich noch groß erzählen, denke ich nicht. Haben wir den ersten Gegner mal hier in dem Raum. Ach. Ach Mist, ich hätte einfach da unten weiterlaufen sollen. Mist, Mist, Mist. Naja, mal gucken. Ja, Larry Junior, das geht noch. Wie die Haare da so schön auf dem Gesicht liegen. Ja, habe ich gerade gesagt, das geht noch. Ja. Was machen die eigentlich anderes, wenn die so blau sind? Irgendwas müssen die anders machen als andere. Oh, aber zwei, ja, ist der tot. Nur noch ein. Der ist auch down, ne? Kriegen wir noch Soul Heart und die Speed, Shoot Speed Peitsche. Und runter. Ja, das blendet gerade ein bisschen. Ach du Kacke. Er spawnt eine Truhe. Da noch. Mal weg. Ah, alles tot. Truhe öffnen. Die Gedärme erstmal mitnehmen. Ach, einen Schlüssel haben wir ja gar nicht. Jetzt gerade in den Geheimraum gehen, in den Goldraum. Ach, Bomben haben wir auch keine. Oh, Sekunde, ich muss mal ganz kurz. Muss ich mal anders hindrehen? So. Besser. Ach, du hast es nicht. Okay, machen wir erstmal die Fliegen. So, und jetzt kommen wir zu euch. Kleinen Fliegenpupser. Na komm schon. Well, das war knapp. Na komm. Eine Bombe. Die Lust. Wow. Wow. Da haben wir doch schon einen blauen Stein. Sehr schön. Nehmen wir mal uns gleich nehmen. Eine Pille. Friends till the end. Und einen Schlüssel haben wir auch gekriegt. Sehr schön. Noch ein Soulheart. Eieiei, das geht ja gut los hier. So. Goldraum. Du bist mein. Naja, Book of Shadows ist eine Bubble. Immer noch besser als erstmal gar nichts. Außerdem. Ja. Kann für den Boss ja auch nicht schaden, wenn man ein bisschen geschützt ist. Ach du Heiliger. Wow, das war knapp. Fliege versus Fliege.
Und ein Schlüssel. Wenn man nichts weiter, was uns weiterbringen könnte. Oh Gott. Ach, du hast es nicht. Ein bisschen weggehen da. Au. Du hast uns gerade ein ganzes Herz gekostet. The Judgment. Ach ja, ein Bettler. Ja, bleib da stehen, bleib da. Ach, na gut, könnte trotzdem klappen. Ah, kein Geheimraum. Genau, und du bleibst in der Ecke. Eine Bombe! Eine Bombe, die wir da hinten irgendwo einsetzen. Ich überlege nur gerade am besten, welche von beiden Truhen wir nehmen. Am besten erstmal die normale Truhe. Denn wir haben ja sowieso keinen Schlüssel. Oh Mann, das war so klar, dass das nicht reicht. Mist. Oh Mann, das war Fail. Oh, das tut so weh. Na gut, dann halt doch zum Boss. Na, Vorsicht, nicht aufschließen. Monstro, hoch. Meine Maus war wieder drinne. So, jetzt mal schön die Bubble anhauen und dann drauf da. Das ist auch eine farbige Variante. Ach, die Bubble geht weg. Na komm. Ich glaube, der hat einfach nur mehr Leben. Was anderes hat er gar nicht. Das war knapp. Genau, hüpf mal weiter. Nanu. Huch. Und da ist er tot, da ist er tot. Der 8-Ball. Was haben wir da? Spades-Bomben, genau. Mom's Knife. Haben aber nur noch Soul Hearts. Das ist echt doof. Nee, das können wir uns nicht erlauben. Aber wir gehen mit den beiden Bomben. Au, ich muss kurz. Au, aufsetzen. So. Entschuldigt bitte. Mit den beiden Bomben gehen wir. Nein, nicht hier hin. Sondern nochmal da links rüber. Und sprengen uns jetzt aber richtig da das Ding frei. Kriegen ganz viel Geld. Sehr schön. Ah ja, komm, wir nehmen die Goldtruhe mit. Was soll's. Oh, Mom's Underwear. Range up. Dann laufen wir jetzt mit den 7 Goldstücken, Geldstücken, die wir haben, erstmal noch zum Bettler. Wir hoffen, dass der uns noch was Gutes gibt. Hallo? Bettler? Hey, oh, die Treasure Map, sehr schön. Ja, zwar lieber ein Life-Upgrade gehabt, aber die Treasure Map ist für den Anfang auch nicht schlecht. So, next stage, next stage. Der schießt gar nicht erst, der stirbt einfach von sehr alleine. Ich laufe jetzt hier einfach mal schön im Kreis, so. Down. Wir gehen natürlich zusammen auf. Und das war Glück. Na komm. Eine Bombe! Oh, das ist ja schon der Bossraum. Nee, da wollte ich jetzt noch nicht rein. Auf jeden Fall oben in den Geheimraum gucken und noch weiter gucken. Jetzt hören es halt auf, fliegen zu spawnen. Geht doch.
Bombe. Geheimraum. Die Schaufel. Nee, lieber das. Ich brauche sämtliche Räume. Sämtliche Ebenen. Ein Schlüssel wäre geil. Dann könnte ich nämlich in den Buchraum gucken, ob da das Revelations drin ist. Das wäre cool. Ach, hier ist ein Opferraum. Genau, gib mir mal ruhig noch mehr Fliegen, umso mehr Schaden mache ich. Trollbombe. Ist gar nicht zählt mit Teilung, ob ich jetzt treffe? Nö, ne? Ist okay, den Gegner. Warte. Down. Oh, mal down. Schlüssel wäre echt mega geil. Ach, wieder nur eine Bombe. Ach, Manu. Ach, Manu. Ja, vielleicht. Secret Room. Da auch nicht. Da vielleicht? Ach, Mann. Ach, Mann. Das ist doch... Ach, ist das doof. Naja, bringt ja nichts. Dann auf zum Boss. Ach, du hast es nicht. Gertie. Ach, du schöner Scheiße. Stehen wir ja da rechts unten. Erstmal pusteln weg. Pusteln mit erwischt. Das brauchst du die ganze Zeit nur fliegen. Das ist mir recht. Umso mehr Schaden mache ich. Schaden für mich. Ja, mach weiter so. Schneid die rote Puste gehen. Da ist er schon da. Die schön auf Distanz halten. Und weg sind sie. Oh, Meat. Holy Room. The Cross, the Relict. Ich glaube, das spawnt Soul Hearts. Ich bin mir jetzt aber gerade gar nicht so sicher. Scheiße, hier, Bubble. Schön, dass wir die Spinnen machen, solange die Bubble noch hält, so. So, und Truhe bitte den Schlüssel. Ach. Ach. Wow, war das knapp. So, jetzt auch noch die beiden farbigen. So, genau. Weg ist er. Der ist auch weg. Sehr schön. The Hierophant. Ach ja, Soul Hearts. Du spawnst keine Spinne. Was ist das für ein Assi-Raum?
Ja, da ist mein Schlüssel. Na toll, jetzt wird's mich doch aber ärgern. Drop, 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 drop. Na kommt. Ah. Ach du Scheiße. Ich hab's noch freigelassen hier. So, nur noch der eine und der ist auch down. Und eine Bombe da. Haha, komm ich doch an meinen Schlüssel ran. Sehr schön. Sehr schön. Endlich mal wieder einen Goldraum. Eine Spritze. Ich weiß nicht, ob das die Damage-Spritze ist. Ich muss gar nicht mal gucken. Speed und Damage, genau. Meine Güte. So richtig Glück haben wir in diesem Run auch nicht wirklich, ne? Mal gucken, wie weit wir kommen. Nässe. Nässe. Niet. Unterlassen Sie das. Oh, meine ganze Soul Hearts weg. Damage ist ja gut und schön, aber nur Damage reicht halt auch nicht, ne? Und Soul Heart. Ja, siehst du, das war das Cross, was das Soul Heart gespawnt hat. Nippelkin, 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 ein Nippel tot. Nippelkin, Spinnekin. Halt still! So, die machen wir jetzt One-Shot. Oha. Bomben und Herz. Meine Au, tot. Doofer Nippel, komm her. Geht doch. Nee, Skull nehme ich erstmal nicht mit. Ah, schön. Das ist schon mal kein Geheimraum. So, einer weg. Kriegen wir Schaden. Oh, komm, dich machen wir jetzt auch noch kalt. Oh, und wir kriegen nichts. Ist das schön. Ach, was ist das denn für ein doofer Raum? Schon her. Eine Bombe, da ist der Geheimraum. Yay. Mit Geld. Das uns nichts bringt, da wir keinen Schlüssel haben und somit auch keine. Da vielleicht. Nö. Nicht in den Raum kommen, in den Shop kommen. Klasse. Der Level ist down. Der Level ist auch down. Und der da unten geht auch down. Du brauchst gar nicht so tun, als ob du eine Spinne spawnen willst. Und so hat. Cool. Stirb. Nein, ich häng fest. Oh Mann. Oh. Schön. Ich will keine Soul Hearts mehr. Range reicht doch eigentlich. Jetzt trifft das Vieh. Und wen kriegen wir? The Husk. Na klar. Haben wir sonst nichts zu tun, ne? Nein. Das hat ihn nicht mal getroffen. Ja, lass mich ruhig noch mehr Fliegen killen und spinnen. Das finde ich gut. So stärker werde ich. Ja, ihr seid alle One-Shot. Ich doch und.
Life Upgrade, HP ab, sehr schön.